Gibt's irgendwas, Samantha? Schauen wir mal. Nein? Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Mission. Wir machen noch T'Chaka fertig und heilen endlich die Genophage und dann beende ich auch die Aufnahme. Abbruch! Feind bei Landekoordinaten geortet! Joker, Details! Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Sir. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von T'Chaka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevan waren katastrophal. Wir tun das hier für Pelevan. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Warum muss sie das? Eigentlich hast du doch das Heilmittel schon fertig, oder? Na gut, wie du meinst. Wir waren einem Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Gibt's daran Zweifel? Gehen wir, Pycheck. Zeit, die Genophage zu heilen. Und das gleich mit einem ganz heftigen Gegner. Eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in T'Chaka sind. Und Morden Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Korgana darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Ja, das denke ich. Wir müssen den Korganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Korgana wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Korgana wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Korganern? Sie können sich dumm stellen und Erden und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Morden niemals mitspielen. Was Sie mit dem machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Was für ein Miststück. Ihr könnt euch denken, wie meine Entscheidung ausfällt. Ich habe ja oft genug drüber geredet. Ich werde ganz sicherlich nicht jetzt, kurz bevor wir es geschafft haben und all diese Hürden genommen haben, einen Betrug an den Korganern riskieren. Warum? Warum sollte ich das tun? Das ist völlig unsinnig, finde ich. So, was machen wir? Wen nehmen wir denn mit? Ich nehme Javik mit im Kampf gegen die Reaper-Einheiten. Und ich glaube Liara. Ich glaube, hier nehme ich wirklich mal die Biotik-Leute mit. Gegen die Reaper-Einheiten ist das, glaube ich, am günstigsten. So, los geht's. Ich hätte auch Edie mitnehmen können für die Panzerungsbrechung sozusagen. Ah, und ich habe immer noch nicht hier mich drum gekümmert. Naja, gut, was soll's. Neue Punkte zu vergeben? Ja, einen mehr, aber das bringt's mir auch nicht. Bloß hier vielleicht. Wir können mal den Warp noch voll machen. Das klingt gut gegen Barrieren und Panzerung. Oh ja, ich gehe hier rauf. Wunderbar. Der Warp ist jetzt richtig schön effektiv und wir können die alte Rachsucht noch ein bisschen verstärken. Waffenschaden oder Kraftschaden? Da gehe ich natürlich auf den Kraftschaden. Wunderschön. Dann machen wir uns auf zur Heilung der Genophage. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Unserem heiligen Versammlungsplatz.
Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Kroganer. Große Augenblicke kroganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander, Sie wirken besorgt. Ich verrate das sofort, weil ich, wie gesagt, auf der Seite der Kroganer stehe. Sie haben es verdient, wieder ganz normal leben zu können. Ich habe eine Nachricht von... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Aber wir kommen gar nicht erst dazu. Ach, Rex. Halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans. Alle visieren ihre Ziele an und achten auf 6 Uhr. Los jetzt! Na klar doch. Iva verteidigen. Los geht's. Vorrücken. Sie dürfen nicht hier raufkommen. Es ist hier ziemlich übel. Was Sie auch tun, halten Sie sie von der Frau fern. Klar, bin dabei. Übrigens, wir haben ja gerade schon gehört, einen Funkspruch von Ödnard Reef. Und Ödnard Reef ist derjenige, der den Ödnard-Plan führen würde, wenn wir im ersten Teil Rex getötet hätten. Und Reef ist anders als Rex, sage ich mal. Und wenn Reef der Anführer der Kroganer wäre, würde ich es durchaus verstehen, wenn man die Heilung der Kroganer als problematisch ansehen würde oder als Gefahr, denn Reef ist tatsächlich eine Gefahr. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Du siehst blutig aus. Endlich durchdrängt Reaper-Blut unseren Boden. Los zum Mantel! Der Luftangriff erfolgt in Kürze. Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Dieser Salarianer rettet euch den Arsch, du Idiot. Wer sind sie? Ödnard Reef. Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Reef und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Wir häuten unsere Feinde lebend und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause laden wir sie nicht ein. Ihr versteht, warum es schon bedenklich wäre, wenn Reef der Anführer der Ödnards und der Kroganer wäre? Ich glaube schon, oder? Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? Weil ich ihm traue. Das wirst du. Schluss jetzt! Eine starke Frau. Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Endlich vereint. Ziehen Sie in den Kampf. Kroganischer Bodenkonvoi, Ihr trojanisches Geschwader Artemek. Flugvektor zum Mantel steht. Wir werden in 10 Minuten da sein. Verstanden, Artemek. Wir sind unterwegs und versuchen Zeit aufzuholen. Shepard Ende. Reef ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen.
Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wieder zu erlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen, unzählige Tote, Herstellung der Genophage, Expansionsplan, problematisch. Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Eine Gesellschaft, die nicht bereit war für die Technologie, über die sie verfügen konnte. Weil die Salarianer sich eingemischt haben. Also letztendlich war die Einmischung dann doch der Knackpunkt dabei. Denke ich zumindest. Ihre Hilfe gegen die Reaper wäre einer neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen. Commander, im Shuttle, wollten Sie da etwas sagen? Stimmt, wir sind dabei abgebrochen worden, also enthüllen wir es jetzt. Idalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachte, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit STG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. Warum halten wir an? Der Mantel. Rex, Sie und Morlin bleiben bei Eva. Sieht übel aus da draußen. Geht klar. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich glaube, wenn ich mich... Bleib doch mal stehen. Wenn ich mich recht entsinne, gab es ja auch noch irgendwas abzuräumen. Oder? Sehen Sie sich diesen Reaper an. Ja. Das ist wie das Ende der Welt da draußen. Das ist der Reaper. Mein erster Kill, aber sicher nicht der letzte. Ach, das ist davon. Ach so. Ja, das wird ein heikler Kampf. Befürchte ich auch. Oh, eine schwere Waffe. Graldornenwerfer. Wir schauen mal kurz, ob wir den... Wo haben wir den denn mit? Hier. Ah, das haben die anderen nicht, ne? Schade eigentlich. Ja, ich werde ihn nicht nehmen. Ach, das ist eine Schrotflinte, ist das? Aha. Interessant. Ja, ich werde ihn trotzdem nicht nehmen. Und vergessen Sie nicht, sie zurückzubringen, wenn sie fertig sind, Mensch. Na klar doch. Okay, mit wem soll ich reden? Mit dir hier, oder? Ja. Krieg von ohne Staat. Ah, Sekunde, erst nehme ich noch das mit. Jetzt können wir sprechen. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Gas geben. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich, der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftschlag reicht bei einem Reaper nicht. Wir müssen mitkämpfen. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Shepard! Kontrolle verloren! Kann ihn nicht hochziehen! Hier. Oh, fuck! Artemek, hören Sie mich! Wir müssen abbrechen, Commander. Der Reaper reißt uns in Stücke.
Ja, jetzt ist die Straße endgültig im Arsch. Piloten, wir finden einen anderen Weg. Da drüben ist ein Tunnel, vielleicht ein Fluchtweg. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Dann mal los! Tja, mit den Bodentruppen sieht's auch irgendwie schlecht aus. Das war's für einen Großteil der kroganischen Pracht. Todesmaske, okay. Einiges an Zeug für uns. Na gut, dann müssen wir halt zu Fuß weitergehen und ich glaube, wir brauchen einen Plan B, um diesen Reaper klein zu kriegen. Mit den Truppen, die wir jetzt noch haben. Sind alle okay? Schwierig. Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Solarianer nicht zusammenfliegen kann. Reeves Truck hat's auch ausgeschafft. Die Kurianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Sie finden doch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Heilmittel aufhalten. Das also ist die alte architektonische Pracht der Kroganer. Davon sieht man ansonsten nicht mehr viel. Faszinierend. Das Gemälde legt die Vermutung nahe, dass die Kroganer eine künstlerische Ader hatten. Man beachte, dass Gehorsam das Thema des Ganzen ist. Stimmt allerdings. Müsste dir doch gefallen, oder, Javik? Natürlich, als die Kroganer noch eine Kultur hatten, haben sie auch gemalt. Haben sie auch Kunst entwickelt. Warum denkt ihr von den Kroganern denn als völlig hirnlose Wesen, die keine Kultur entwickeln können? Noch eine. Das hat sich nicht wie ein Erdbeben angefühlt. Rex, spüren Sie diese Erschütterungen? Hier oben nicht. Es könnte etwas anderes sein, Commander. Kalros, die Mutter aller Dreschlunde, soll in diesem Gebiet leben. Ein weiterer Grund, ihren Arsch da rauszubewegen, Shepard. Beeilung! Na, herzlichen Kalros, Glückwunsch. Die Mutter aller Dreschlunde. Klingt beunruhigend. Wenn ja. Die Kroganer ihm einen Namen geben, ist da bestimmt was Besonderes. Vor allen Dingen was besonders Großes, glaube ich, wenn ich mir das so anschaue. Ja, herzlichen Glückwunsch. Als ob der Reaper nicht reichen würde. Kalros, würde ich vermuten. Beeindruckend. Wenn das Ding ist, das wir hier unten gehört haben, ich schlage vor, wir gehen weiter. Und wenn Kairos damals schon so groß war, dann wird sie bestimmt nicht kleiner geworden sein. Die Mutter aller Dreschlunde. Na, Heidewitzka, das wird witzig. Diesmal kein Kommentar? Die Kroganer reiten auf irgendwas, das aussieht wie eine Mischung aus Mammut und Nashorn. Das waren wilde Zeiten. Das hätte ich gern gesehen. Mich hätte die kroganische Kultur vor der Atombombe echt interessiert. Was ist das denn? Irgendein organisches Wesen. Reaper. Shepard, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sowas haben wir schon mal gesehen. Wir kannten sie auch. Ich glaube, sie nennen sie Rachni. Rachni? Die Königin, die sie auf Noveria verschont haben, hat doch Frieden zugesagt. Das sind auch keine Rachni, ihr Hoste. Die hier ist anders. Mutiert. Vielleicht hat die Königin gelogen. Rex, die Gerüchte sind wahr. Wir haben hier Rachni. Ich weiß. Ein paar haben uns gerade angegriffen. Darum kümmern wir uns später. Jetzt zählt nur der Mantel. Alles klar, wir suchen einen Weg nach draußen. Das sind keine Rachni, Leute. Und das solltet ihr auch sehen. Das sind Reaper-Einheiten. Endlich. Da vorne ist Licht. Früher hätte ich hier gerne etwas Zeit mit dem Studium der Ruinen verbracht. Überreste einer gescheiterten Spezies. Noch sind sie nicht gescheitert. Noch können wir ihnen eine zweite Chance verschaffen. Rex, wir sind wieder draußen. Wenn Sie die Sonne sehen, ist das ein Fortschritt. Und die Farbe grün. Ich dachte, Pflanzen wären hier ausgestorben. Sie sehen die Hoffnung. Alles, was davon auf Tuchanka noch übrig ist. Einst war diese Welt voller Schönheit. Wenn sie die Chance dazu bekommt, kann sie es wieder sein. Shepard, dieser Reaper treibt immer noch sein Unwesen bei dem Mantel. Finden Sie einen Weg da raus, dann holen wir sie ab. Und wir dieses bisschen Hoffnung ist so klein. Wird die Rache mein sein. So ein kleines Fitzelchen Hoffnung.
Und an das müssen wir uns jetzt klammern. Aber sie ist noch da und die Chance ist real, dass die Kroganer eines Tages wirklich wieder blühen. Man muss sich mal vorstellen, wie viel von der kroganischen Kultur einfach verloren gegangen ist. Ich sehe hier nur Schutt. Eine Zivilisation, die alles zerstört hat, was sie hatte. Und das ganz ohne Reaper. Du siehst immer nur die Zerstörung. Die Heilung der Genophage könnte zu einer Renaissance der Kroganer führen. Wenn sich eine Zivilisation einmal selbst vernichtet hat, verklingt der Nachhall davon nie. Sie ist dazu verdammt, das Geschehene zu wiederholen. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch dran, dass sie zumindest die Chance verdient haben, es nochmal zu schaffen. Bewegung voraus. Und einer Führung wie Rex und Eva haben die gute Möglichkeiten, dass das funktioniert. Okay, jetzt wird's kritisch. Die Verwüster bestehen aus Panzerung. Ja, ich geh mal in Deckung kurz. So. In die Verwüster muss man extrem aufpassen, weil die halt... Ja. Oh Gott, da zieht man nicht so viel ab. Komm, hau drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es kommen auch noch kleine aus denen raus. Na lecker. Ja, gegen die Kleinen so anzugehen, ist super. So, das war's für den ersten Kannibalen. Und den zweiten krieg ich nicht. Der hängt so blöd hinter der Bank, dass ich ihn nicht krieg. Nix da, mein Freund. Javik hat sich langgelegt. Bist du müde, mein Freund? Oh, komm schon. Diese kleinen Biester. Noch ein Beben. Kairos ist nicht nur ein Mythos. Ich glaube auch. Kairos ist ganz und gar nicht bloß ein Mythos. Na gut. Weiter geht's. Noch nicht vorbei. Durch das letzte bisschen an Grün, das es auf diesem Planeten noch gibt. Einer von den großen. Nein, kein Rohling, oder? Oh doch, natürlich ein Rohling. Hallalalalalali. Na super. So. Das war's für den Rohling. Übrigens, die Rohlinge. Oh, noch einer. Um mal einen Exkurs in die. Ach, der hier. Ach, der lebt noch. Ich dachte, das wäre der Tote. Ah, nee, dahinter. Ah, okay. Um mal einen Exkurs in die Reaper-Kunde zu geben. Die Rohlinge sind die einzige Einheit der Reaper, die nicht direkt von einer bestimmten Art abstammt. Sondern... stirbt. Sondern die Rohlinge bestehen aus Turianern und Kroganern. Und sind, auf mechanischem Wege zusammengesetzt. So. Wir sind immer noch in den Ruinen. Beeilen Sie sich, der Reaper bewegt sich nicht und der Himmel sieht zunehmend schlimmer aus. Rex, Sie hatten recht mit Ja, wir haben da einige Ideen. Was denn? Nicht jetzt, Rex. Was ist los? Eine verrückte Idee, über die wir später reden. Sehen Sie jetzt zu, dass Sie da rauskommen. Schade, dass das so versetzt war gerade. Na gut, also wir hören schon, es gibt da Ideen. Das sieht übrigens auch ziemlich cool aus hier, muss ich sagen. Es gibt da Ideen, wie wir agieren könnten. Denn wir wissen ja immer noch nicht, wie wir den Reaper denn jetzt genau bekämpfen sollen, wenn wir da sind. Aber... Tief Luft holen. Es geht nämlich weiter. Ja, aber die Kroganer wissen, was hier auf ihrem Planeten existiert und kennen sich hier besser aus. Sie haben den Standortvorteil, sag ich mal. Und das könnte ihnen noch durchaus zu großem Nutzen gereichen. Oh, das war gut, glaube ich. Lass mal hier auf den losgehen. Ich nehme mir dabei den und lass auch mal bei ihm hier den Sack zerplatzen. Könntest du? Danke. So. Oh, das kleine Viehzeugs hier. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, den Sack zerplatzen zu lassen. Uns ist eine Brücke. Wenn Sie die finden, sammeln wir sie dort auf. Wir sind gerade ein wenig beschäftigt. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Gut, haben wir noch... Oh, hi. Weg mit dir.
Gut, haben wir sonst noch jemanden hier? Nee, ne? Ich glaube, das war's soweit. Okay, dann lass uns weiter vorstoßen. Ich würde noch gerne viel mehr Zeit hier verbringen in den Ruinen, aber wir müssen weiter. Shepard, wir sind gleich unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zum Mantel. Alles klar. Da unten, okay. Moment, na dann mal runter. Los. Ach du Scheiße. Und das war nur der Rücken von Kalros. Ich fühle mich gerade mit einem Schlag irgendwie deutlich unwohler als gerade eben noch. Wir versuchen das Ding abzuschütteln und sie zu finden. Der Schlund kommt näher. Erzählen Sie mir lieber was Neues. Metall im Truck ist ausgezeichnete Eisenquelle für Speiseplan des Schlunds. Die Kroganer scheinen... Der ganze Planet ist eine einzige riesige Todesfalle. Die Reaper fühlen sich hier bestimmt wie zu Hause. Haben sie sich wieder gegenseitig abgewürgt. Ja, das war natürlich jetzt auch eine tolle Aussage von Mordin. Ich glaube, das war nicht das andere, was er hören wollte. Eine Art Gedenkstätte. Oh ja. Vor uns! Ein großer Tempel. Zu Ehren der größten und stärksten Kroganer vielleicht? Ich weiß es nicht. So, weg mit dem Kannibalen. Der kann sich gleich mal über die Kante verabschieden. Das ist ganz praktisch hier. So, dann müssen wir sie gar nicht erst richtig töten. Die verabschieden sich von alleine. Wir tun unser Bestes. Wie läuft's bei Ihnen? Unterhaltsam. Wenn du das so nennen möchtest. Ich nehme an, der wird nicht allzu gut sein, oder? Na gut, die Ecke haben wir schon mal aufgeräumt. Ist jetzt Ruhe, ja? Wo müssen wir denn hin? Da vorne in die Dünen, okay. Na dann. Zeigt mir den Weg. Ich weiß nicht genau, wo lang, ehrlich gesagt. Hier lang, okay. Na dann. Wir haben Kairos fast abgehängt. Kommen Sie da runter, wir finden Sie schon. Shepard, hier rüber. Reeves, behalt den Schlund im Auge. Ich will nicht, dass er sich anschleicht. Beeilung, Rex. Wir sind ungeschützt. Bewegung. Es ist Kalros! Los, Shepard! Wir sind drin! Los! Was ist mit Reef? Der ist hinüber. Und er war sowieso eine Nervensäge. Bringen wir es zu Ende. Auf uns wartet ein Reaper.